Wow, das ist wirklich heftig. Hans-Georg Maaßen. Nein, der hat nicht einfach nur heute an diesem Samstag eine neue Partei in Bonn gegründet, sondern Hans-Georg Maaßen hat gerade die CDU beerdigt. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und ja, ihr habt richtig gehört, Hans-Georg Maaßen hat jetzt tatsächlich sein Versprechen wahrgemacht, denn heute an diesem Samstag, den 17. Februar 2024, wird die Werteunion in Bonn zu einer eigenen neuen Partei. Und er hat Bezug nehmend darauf, zu dieser Ankündigung, hier eine sehr spannende Rede gehalten zum Aschermittwoch, also jetzt vergangene Woche. Und diese Rede ist sehr interessant in mehrerer Hinsicht. Ich habe sie mir gerade angeschaut und ich möchte euch jetzt hier diese Kernpunkte dieser Rede mal kurz zusammenfassen und auch einige richtig interessante Entwicklungen hier mit beschreiben, die das haben könnte. Denn unter anderem hat Hans-Georg Maaßen, die Presse hat bisher noch gar nicht so wirklich darüber berichtet, auch bestätigt, dass man zu den Wahlen jetzt in Sachsen, Thüringen und Brandenburg eben antreten wird. Denn er hat nämlich gesagt, wir setzen uns ab September für einen Politikwechsel ein. Ja, und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und hören wir uns als erstes mal kurz hier die Beschreibung der Grünen und Linken an, die Hans-Georg Maaßen hier zu Beginn seiner Rede wählt, Bezug nehmend auf Franz Josef Strauß. Franz Josef Strauß hatte in Sachen Narrheit 1986 beim CDU-Parteitag als Gastmahl gesagt: Wenn die Roten und die Grünen regieren, dann wird Deutschland ein rot-grünes Narrenschiff mit einem roten und einem grünen Faschingskommandanten. Und dann wird die Zukunft der heute Lebenden und der zukünftigen Generationen aufs Spiel gestellt. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr passende Beschreibung und wir gehen gleich noch näher auf dieses Video ein, denn Hans-Georg Maaßen hat jetzt auch beschrieben, so ein bisschen in den aktuellen politischen, nicht nur Debatten, sondern in der ganzen politischen Landschaft, was es eigentlich, hier kommt schon die Werbung jetzt, was es eigentlich bedeutet, wenn jetzt beispielsweise in Deutschland die Grünen regieren oder wenn halt eben die Grünen zusammen mit den Roten regieren oder aber auch, und das hat er an dieser Stelle sogar noch kurz vergessen hier zu sagen, wenn man schwarz-grüne Regierungen hat. Weil das, und da würde jetzt wahrscheinlich Franz Josef Strauß auch eine ganz konkrete Meinung zu haben, ist ja genau das, was jetzt von immer mehr CDU-Politikern sogar aktiv gefordert wird. Und deshalb war eben diese Abspaltung der Werteunion von der Union so wichtig. Und deswegen sage ich auch, dass es eben eine Beerdigung gleichkommt. Denn die Werteunion ist quasi ab heute die neue CDU. Denn die politische Landschaft hat sich ja in den letzten 20 Jahren, kann man sagen, immer weiter und weiter nach links verzerrt. Und das, darüber spricht Maaßen auch, über die Diffamierung der heutigen politischen Alternativen, ja, dass halt immer dann gesagt wird, das sind Rechtsextremisten und so weiter. Dabei sind das ganz häufig nur einfach Politiker oder Menschen der Mitte, einer konservativen Mitte beispielsweise, die früher ganz normal war, die heute aber als rechtsextrem gilt. Und das ist ja auch völlig logisch, weil wenn du aus Sicht der Grünen und Linken das ganze Land immer weiter nach links gezogen hast, dann ist natürlich alles, was irgendwann mal früher die Mitte war, jetzt auf einmal rechts und rechtsextrem. Schauen wir uns jetzt mal hier diese nächsten zwei, wie ich finde, wichtigsten Minuten in dieser ganzen Rede an, wo er dieses ganze Phänomen auch der Politik beschreibt und gehen wir danach auch noch mal auf ein ganz praktisches Beispiel ein.
Mein Eindruck bei den klassischen Parteien ist, wenn man Grüne wählt, bekommt man Grün. Wenn man SPD wählt, bekommt man Grün. Wenn man FDP wählt, bekommt man Grün. Und wenn man Herrn Merz wählt, sagt er, er möchte auch mit den Grünen koalieren. Ah, da hat er es sogar noch mit erwähnt. Das ist keine Alternative zum Ökosozialismus. Das ist dann nur eine Variante zum Ökosozialismus. Und die will niemand mehr in Deutschland. So ist es. Und die Narren, die tanzen auf dem Sonnendeck des Narrenschiffs. Ihnen geht es offensichtlich gut. Ihnen macht es Spaß, immer wieder neue Löcher in den Boden des Schiffes zu schlagen. Unten, im unteren Bereich des Schiffes, sieht es schon anders aus. Da steht den Leuten das Wasser schon bis zum Hals. Aber offensichtlich hat man es auf dem Sonnendeck in Berlin immer noch nicht begriffen, was da los ist. Sehr, sehr, sehr treffende Analogie. Das ist auch das, was ich immer sage, wenn viele Leute so kommentieren und fragen, wie kann es eigentlich sein, dass so viele Leute immer noch die Grünen wählen? Wo ich immer sage, ja, das sind all jene Leute, die sich jetzt noch leisten können, die Grünen zu wählen. Und das sind genau jene Leute, die eben, wie Hans-Georg Maaßen sagt hier, auf dem Sonnendeck noch residieren. Das Wasser steht den Leuten bis zum Hals und die Faschingskommandanten feiern weiter. Und das Problem, das wir haben, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ist, dass die Faschingskommandanten partout nicht gehen wollen. Sie wollen da bleiben, sie wollen sich oben festsetzen, sie wollen sich festketten. Und sie verstehen auch gar keinen Spaß, wenn es um sie selber geht. Sie verstehen Spaß, wenn es um andere geht. Sie verstehen Spaß, wenn es um Deutschland geht. Aber sie verstehen überhaupt keinen Spaß, wenn es um Kritik geht. Und noch weniger verstehen sie Spaß, wenn es darum geht, dass wir eine Politikwende wollen. Wir wollen die Politikwende. Wir wollen die Politikwende am 1. September hier in Thüringen und in Sachsen und am 22. September in Brandenburg. So, und das ist genau die brisante Stelle, die ich euch zeigen wollte, weil Hans-Georg Maaßen würde natürlich niemals sagen, wir wollen diese Politikwende in Thüringen und in Sachsen und in Brandenburg und so weiter, wenn die Werteunion nicht dort auch mit ihrer Erfahrung und so zu den Landtagswahlen antreten würde. Was er dann noch sagt, ist, dass eben die aktuelle Bundesregierung alles daran setzt, eben diese Politikwende zu verhindern und eben mit höchst undemokratischen Mitteln, beispielsweise spricht er auch über den Missbrauch des Verfassungsschutzes, zum Beispiel bei der Beobachtung von Einzelpersonen und nicht mehr einfach nur von Gruppierungen und so weiter. Und dann sagt er ganz zum Ende auch noch zwei weitere richtig interessante Dinge. Er sagt nämlich einerseits, dass die Werteunion keine Brandmauer aufzieht zu keinen Parteien, sondern dass man sich inhaltlich eben aufstellt und dass das neue Parteiprogramm jetzt auch bald veröffentlicht werden wird. Das werden wir natürlich uns auch mal anschauen und dann hier mal analysieren. Und er sagt auch ganz konkret, dass er durchaus sich auch eine Zusammenarbeit mit der AfD vorstellen kann, dass man natürlich mit der AfD reden kann. Und das bedeutet wiederum, dass man sagen kann, diese neue Werteunion könnte neben der AfD eben eine neue politische Kraft werden, die zahlreiche frühere CDU-Wähler, Mitglieder und so konservativere Leute anzieht und tatsächlich eine Politikwende in Deutschland bewirken. Weil aktuell ist es ja so, in manchen ostdeutschen Bundesländern vielleicht nicht mehr lange, aber aktuell ist es ja so, dass die AfD keinen anderen Koalitionspartner in Deutschland hat. Es gibt keine einzige andere Partei, die mit der AfD zusammenarbeiten will. Deswegen bräuchte die AfD halt eine absolute Mehrheit, was nicht realistisch ist,
Zumindest nicht jetzt in der aktuellen Situation. Und wenn sich jetzt aber die Werteunion als einzige Partei auch als Koalitionspartner zur AfD und so weiter äußert, was ja auch inhaltlich und programmatisch eigentlich, wenn ich jetzt mal schätzen würde, zu 90% schon mal auf Anhieb deckt, weil beide Parteien immer wieder darüber sprechen, der Staat solle sich aus dem privaten Leben der Bürger weitestgehend raushalten, ja, raus mit dem Staat aus dem privaten Leben der Bürger, Konzentration auf innere und äußere Sicherheit. Das heißt, ich sehe hier schon, ohne das Parteiprogramm der Werteunion bisher zu kennen, sehe ich trotzdem schon mal auf meiner Schätzung basierend 90% schon mal auf Anhieb Schnittmengen, die sozusagen da bestehen. Und das könnte tatsächlich ein Politikwechsel werden und natürlich auch eine Politikwende in Deutschland, ja, wo doch die Energiewende so dramatisch gescheitert ist.